Endlich, endlich komme ich zu dem Video, was ich schon seit Wochen machen wollte, wo das Wetter mir aber ständig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, schon komisch, dass fast jedes Mal, wenn Sonne oder zumindest leichte Bewölkung von der Wettervorhersage vorhergesagt wird, dass dann sogar am gleichen Tag noch trotzdem alles grau bewölkt ist oder sogar regnerisch ist. Und so war das halt ständig die letzten Wochen. Jetzt kommt ab und zu die Sonne gelegentlich mal raus, obwohl heute nur die Sonne angeblich scheinen sollte, aber es ist fast nur bewölkt wie immer. Naja, vor ein paar Wochen lag auch Schnee, da wollte ich eigentlich schon das Video machen, aber der ist sehr schnell geschmolzen. Das Einzige, was mir noch gelungen ist, sind ein paar schöne Schneeaufnahmen, die ihr dann natürlich auch zu sehen bekommt. Ja, der ein oder andere, der mag sich vielleicht beim Titel jetzt denken, ja, Nadeln, die kann ich vielleicht in den Tee tun, aber als Notnahrung zum Essen, ich weiß ja nicht, die pieksen doch auch. Naja, und das ist eben zum erheblichen Teil ein Irrtum. Also, es ist nicht nur so, dass viele von denen eben nicht pieksen, es kommt ganz auf die Art an, aber dazu komme ich später, sondern dass viele von denen auch verdammt lecker schmecken und dass sie auch verdammt gesund für uns sind. Naja, und es gibt viele essbare Nadelbäume, wie zum Beispiel auch die Zeder oder die Douglasie. Die Douglasie soll sogar noch Orange schmecken. Aber heute, naja, und die Kiefer, über die habe ich ja schon ein Video gemacht, aber da wird eventuell auch noch ein weiteres Video kommen, denn ich hatte bei dem Video einiges vergessen, was ich gerne noch ergänzen möchte, was mir wichtig ist. Naja, und heute wird es um die Tanne, um die Fichte und um die Eibe gehen, weil das einfach vor allem auch meiner Erfahrung nach mit Abstand die häufigsten Nadelbäume in Deutschland sind. Und da man vor allem die giftige Eibe mit der essbaren Tanne relativ leicht verwechseln kann, möchte ich auch heute mal den Unterschied zeigen.
So, bevor ich ins Detail gehe und euch die Äste und Nadeln genau erkläre, wie man sie voneinander unterscheiden kann, ja, möchte ich euch kurz mal das hier zeigen. Also darüber habe ich mich ja sehr gefreut, dass ich diesen Ort hier gefunden habe. Und ja, ich bereue jetzt, dass ich den nicht schon vorher gefunden habe, denn hätte ich hier mein Video über die Kiefer machen können. Und zwar, weil ich nämlich hier drei verschiedene Kiefernarten entdeckt habe, auch und zwar auch die selteneren. Also die Kiefer, die ich euch gezeigt hatte, das war die typische Kiefer, die am häufigsten meines Wissens nach vorkommt, wo jedes Mal zwei Nadeln zusammenwachsen, also beide aus einem Trieb, da kommen dann immer zwei Nadeln zusammen raus. Das hier ist jetzt mal eine Art, wo jedes Mal nur eine Nadel alleine rauskommt. Also wenn man mal genau guckt, eine Nadel kommt alleine raus. So, das ist halt eine andere Kiefernart. Ich bin immer noch dabei, die zu lernen. Ich habe die vorher aber so noch nie gefunden. Naja, und hier ist auch so ein schönes Beispiel, nämlich Fichte und Tanne. Das ist einfach so ein schönes Beispiel, um euch mal zu zeigen, wenn man unterwegs ist, wie man die unterscheiden könnte. Also, wenn ihr bei euch einen Nadelwald in der Nähe habt, dann geht mal da rein, dann kann das sein, dass ihr lauter so eine kleinen Fichten und Tannen nebeneinander findet. Also es ist hier sehr häufig. Ja, und das hier ist eben die Tanne. Die ist aber nur, wenn sie jung ist, so hell. Später wird die dunkler und wird dann auch dunkler, als die Fichte werden. Und das hier, das ist die Fichte. Aber wie gesagt, werde ich euch das gleich genauer erklären. Also wenn ihr die mal findet, aber probiert die besser erst, wenn ich euch erklärt habe, wie ihr die von der Eibe unterscheidet. Ihr müsst unbedingt mal die Tanne probieren. Die schmeckt ja richtig nach Zitrus. Also je nachdem, welche Art man auch vor sich hat. Aber dazu komme ich auch gleich nochmal. Also richtig lecker. So, und hier haben wir eben die typische Kiefernart, wo immer zwei zusammen aus einem Trieb wachsen. Aber das wollte ich nur mal kurz zeigen. Das werde ich irgendwann wahrscheinlich in mein Ergänzungsvideo für die Kiefer tun. So, und hier ist eine Kiefernart, wo die Nadeln immer zu fünft aus einem Trieb herauswachsen. Ich muss unbedingt mein Kiefernvideo hier machen. Unbedingt noch ein Ergänzungsvideo. So, hier nochmal spontan als Vergleich. Also, das hier ist die Fichte, die übrigens auch sticht, wenn man sie anfasst. Den Spruch hätte ich auch später noch gesagt, aber ich sage ihn jetzt schon. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Daran kann man die beiden Bäume sehr gut unterscheiden. Und das ist eben die Tanne, die sticht nicht. Es gibt Tannenarten, die haben ein ganz leichtes Pieksen, weil die Nadeln an sich dann einfach hart sind. Das sind bestimmte Arten, aber die stechen nicht, so wie die Fichte. Naja, und wenn sie jung sind, sind sie halt auch noch hellgrün, wie gesagt. Später werden die halt deutlich dunkler. Ja, und das ist hier eben auch ein Wald, wo ich so einige mächtige Tannen gefunden habe, aber auch ein paar größere Fichten. Aber darauf werde ich jetzt auch nicht genauer eingehen, denn es geht ja jetzt um das Thema Notnahrung und an die großen Bäume kommt man dann sowieso oft nicht ran, wie ihr hier seht. Aber wie gesagt, in Nadelwäldern findet ihr auch oft die kleinen Bäume. Also wegen Thema Notnahrung, es ist immer genug da. So, ich habe mir jetzt mal ein paar Nadeläste geschnappt und werde euch die auch gleich mal genauer im Detail zeigen. Aber zuerst komme ich zu den üblichen Grundlageninformationen. Also, wo findet ihr die Eibe, die Tanne und die Fichte? Die Eibe findet ihr meistens bei Einfamilienhäusern, die hängen dann da so über den Garten rüber und auch ja, relativ häufig in Parks, während ihr sie im Wald gar nicht bis selten findet. Also, es ist auch voll meine Erfahrung. Ja, Fichte und Tanne hingegen, die findet ihr weniger in Parks, sondern auch meistens tatsächlich in einem richtigen Wald. Da findet ihr auch die jungen Exemplare. Ja, Sammelzeit, also natürlich das ganze Jahr über, darum geht es ja im Video. Aber hier mein Tipp: Im Frühjahr wachsen, ja, so bis Ende Frühling, so ab Mitte, Anfang bis Ende Frühling, wachsen die jungen Triebspitzen der Fichte und der Tanne, die hellgrün, die richtig lecker zitrusartig schmecken und richtig weich sind. Da werde ich wahrscheinlich auch ein Video drüber machen, wo unter anderem das vorkommen wird, um mal zu spoilern. Ja, als Tipp mal. Ja, welche Teile kann man verwenden? Also die Nadeln halt natürlich, nicht die von der Eibe, die ist giftig, dazu kommen wir noch. Jedenfalls, man kann tatsächlich auch unter anderem die sogenannten Tannenzapfen verwenden, beziehungsweise das, was da drin ist, aber ich glaube, da werde ich mal ein extra Video drüber machen. Ja, so genannt, weil das, was ihr auf dem Boden findet, das sind Fichtenzapfen, ja, oder auch mal Kiefernzapfen, die dann aber nochmal ganz anders aussehen. Denn die Tannenzapfen, die lösen sich, die einzelnen Schuppen, die lösen sich, während die noch am Baum hängen, ab und die fallen nicht als Ganzes runter. Ja, mal so am Rande erwähnt. Dann gibt es natürlich noch die Verwechslungsgefahr, um die es hier primär in dem Video noch gehen wird.
Aber zuerst mal ein paar grobe Tipps, wo ihr nichts falsch machen könnt. Also zuerst einmal wächst die Eibe meistens nicht mal halb so hoch wie ausgewachsene oder fast ausgewachsene Tannen und Fichten. Außerdem wächst die Eibe eher so strauchförmig. Das heißt, es gibt mehrere dicke Abzweigungen, die direkt aus dem Boden oder fast direkt aus dem Boden rauskommen. Zumindest sieht das optisch so aus. Ja, während halt Fichte und Tanne an einem geraden Stamm nach oben wachsen. Außerdem gibt es dann noch diesen alten Spruch, die Fichte sticht, die Tanne nicht. Und ich möchte hinzufügen, die Eibe auch nicht. Das heißt, wenn ihr einen Nadelbaum findet und ihn anfasst und die Nadeln, die pieksen euch ganz leicht oder die stechen euch sogar richtig, dann ist es entweder eine bestimmte Art der Tanne, denn da gibt es einige Arten, wo die Nadeln ziemlich hart sind. Das könnte man als leichtes Pieksen vielleicht bezeichnen. Oder wenn sie euch richtig sticht, dann habt ihr die Fichte erwischt. Und ja, die giftigen Nadeln der Eibe, die sind samtweich und biegsam und überhaupt nicht zu vergleichen vom Gefühl her. Also da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr euch daran haltet. Ja, bevor ich euch die im Detail zeige, möchte ich euch noch ein paar andere interessante Informationen geben, denn diese Nadelbäume sind tatsächlich sehr gesund und wertvoll für uns. So, dann komme ich mal noch zu anderen weiteren Informationen, denn die Fichte ist sehr gesund für uns. Also wie viel Vitamin C die Tanne enthält, weiß ich jetzt nicht, aber die Fichte soll sehr Vitamin C-haltig sein. Vor allem die jungen Triebspitzen, die ihr im Frühling, wie gesagt, finden könnt. Und die sollen unter anderem bei Husten, Verschleimung, also bei Erkältungskrankheiten hilfreich sein, in Form eines Tees oder auch als Badezusatz. Und was ich auch interessant finde, es gibt einen Fichtenspiritus, Fichtennadelspiritus, also oder auch bekannt unter Franz Branntwein, den hat meine Mutter jahrelang benutzt und auch ich mal, wenn ich Muskelkater hatte, denn der soll gegen Muskelbeschwerden, aber auch gegen rheumatische Beschwerden helfen. Und ja, ich weiß erst seit kurzem, dass der aus Fichtennadeln besteht. Also auch ganz interessant. Ja, unter anderem gab es noch in der Volksheilkunde nachzulesen, bei unseren Ahnen, bei denen die Bäume ja beseelt waren, dann natürlich auch die Fichte, da gab es einen Glauben, und zwar, dass wenn man einen Zweig der Fichte abbricht oder wenn man die Fichte berührt oder umarmt und dann sagt, guten Morgen, Frau Fichte, hier bringe ich dir die Gichte. Das soll dann halt laut dieser Überlieferung gegen Gicht geholfen haben. Ja? Das finde ich ganz lustig und interessant. Also da hört man auch wieder die Dichter und Denker unserer Vorfahren raus. Ja? Naja, gut, so viel dazu. Genau, was hätte ich vergessen? Bei Durchblutungsstörungen soll das übrigens auch helfen. Also dieser Franz Branntwein. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Details, wie man die alle voneinander unterscheiden kann. Und zwar gucken wir uns erstmal die Nadeln an. So, die Oberseite dunkelgrün, Tanne, Fichte, Fichte hier, Tanne hier, so. Also Eibe, Tanne, Fichte, alle dunkelgrün. Dreht man sie dann um, die Eibe wird hellgrün, die Tanne, sehr interessant, die wird gräulich bis weißlich, also sehr gut zu unterscheiden, während die Tanne, die Fichte auf beiden Seiten, ja, gleich aussieht. Ja, also die ist sehr leicht zu unterscheiden. Außerdem sieht man noch, dass die Tanne so ein ganz besonderes Merkmal hat. Und zwar in der Mitte der Nadel sieht man diesen einen dunklen Streifen oder die zwei hellen Streifen, je nachdem, aus welcher Sichtweise man das betrachten möchte. Während die Eibe und die Fichte dieses Muster nicht haben. Also so viel zu der Optik. Außerdem sind die Nadeln der Tanne abgerundet und, naja, gut, die der Eibe auch, aber wir kommen ja gleich zu weiteren Merkmalen. Und die Fichte hat halt spitze Nadeln. So. Des Weiteren gibt es noch den Fühlunterschied. Also die Tanne ist richtig robust. Man merkt Widerstand, wenn man die anfasst. Ja, leichte Härte. Und das ist noch einer der weicheren. Also es gibt Tannenarten, wo die richtig hart sind. Ja. Während die Fichte halt sticht, wie gesagt, da möchte ich den Spruch nochmal erwähnen, die Fichte sticht und die Tanne nicht. Und nochmal hinzufügen, die Eibe ja auch nicht. Während die Eibe im Gegensatz zur Tanne sich überhaupt nicht robust anfühlt. Also die Nadeln sind samtweich und geben sofort nach. Ein weiteres sicheres Unterscheidungsmerkmal ist der Geruch und der Geschmack. Also wenn man auf einer Nadel der Eibe rumkaut, da fällt man nicht gleich tot um, aber ihr sollt die nicht essen, die ist giftig. Aber da wird man merken, die riecht nach nichts und die schmeckt nach nichts. Zerreibt man die Nadeln der Tanne zwischen den Fingern oder isst die Nadeln, schmeckt es sehr intensiv nach Zitrus, mehr oder weniger. Also einige schmecken etwas bitterer, aber alle schmecken mehr oder weniger nach Zitrus oder leicht säuerlich.
Die Fichte, die schmeckt immer säuerlich und hat ihren eigenen Geschmack. Und ja, die Eibe ist geschmacks- und geruchslos eigentlich, ja. Also daran kann man die gut unterscheiden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.